redet weiter. Applaus. Es geht auch gleich weiter mit dem nächsten. Christian, mal so viele neue Namen. Und gerade noch eine Idee, die Benny gehabt hat. Falls irgendjemand eine Kamera hat, von da oben kann man super hier runterknipsen. Vielleicht können wir auch irgendeine Aktion nachher noch machen, ein Herz oder ein Peace-Zeichen, was weiß ich. Da sind ja heute mal ein paar Leute, oder? Wäre doch mal cool. Gut, ich gehe mal weiter. Alles klar, dankeschön. Ja, vieles hat der Vorgänger schon gesagt, was ich jetzt hier berichte, aber ich denke, das passt ganz gut in den Text. Ja. Ja, ja. Also ich begrüße euch alle recht herzlich und bedanke mich für eure Unterstützung der Montagsdemo Saarbrücken. Vor allem ein herzliches Dankeschön an die Menschen, die heute aus der Pfalz angereist sind, um uns zu unterstützen. Danke Anne und Manfred und wie war der Name nochmal? Werner, oder? Ah, Michael, Entschuldigung. Jo. Schön, dass ihr hier seid. Sie werden später noch etwas sagen zu einem Netzwerk, das geschaffen worden ist, um die Wahrheiten dieser Welt aufrechtzuerhalten. Viele Menschen weltweit sind in diesem Netzwerk schon tätig. Ihr alle habt mich motiviert, heute hier zu stehen. Wir sind nicht rechts oder links, wir sind einfach nur Menschen, die den Frieden wollen und auch mal eine andere Meinung vertreten als die Medien. Uns ist der Kopf nicht angewachsen, damit es uns in den Hals reinregnet. Also für alle, die jetzt noch nicht hier sind, steht auf, lasst den verdammten Fernseher aus und kommt zu den Montagsdemos. Hört euch auch mal die Gegenstimme an. Der wahre Name unseres Feindes lautet Unwissenheit. Wir glauben zu wissen, aber wir wissen wenig. Frieden ist nicht Cola, McDonald's und Konsum. Frieden ist, die eigene Seele wiederzufinden. Jo. Über 90% der Menschen sind verblendet. Wir dienen nur als Werkzeug und leben in einer modernen Sklaverei. Leider merken das nur wenige. Früher war es Zwangsarbeit, heute heißt es Leiharbeit, ein Eurojob, Niedriglohnsektor und so weiter. Viele sind dennoch unterbezahlt. Freiheit ist in meinen Augen natürlich, von daher ein freies Gut. Nehmt euch mal eine Tube Selbstbewusstsein und cremt euch damit ein. Jeder sollte bei sich anfangen, umzudenken und ein anderes Handeln entwickeln. Wollt ihr ein paar Tipps hören? Also in erster Linie verändert euren Konsum. Kauft nur Waren, die ihr wirklich braucht. Schaltet den scheiß Fernseher aus, das ist nur eine Verdummungsmaschine. Eine psychologische Kampfmaschine, die dazu dient, euch unten zu halten. Andreas Popp hat mal gesagt, Unterhaltung kommt von unten halten. Das ist ein wahres Wort. Nee, da ist was Wahres dran. So. Ist egal. Kauft, soweit es geht, euer Gemüse regional ein oder auf dem Wochenmarkt. Wer die Möglichkeit hat, selbst anzubauen, sollte dies tun. Notfalls geht das auch auf Flachdächern oder Vorgärten. Möglichkeiten gibt es da viele. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen. Wenn ihr eure Augen nicht braucht, um zu sehen, werdet ihr sie irgendwann brauchen, um zu weinen. Vor allem die, die einfach so an uns vorbeigehen und so tun, als wäre die Welt noch in Ordnung. Was denken diese Leute von uns? Wir sehen einfach nur der Wahrheit ins Auge und das sollten sie auch tun. Was muss noch passieren, damit sie aus der Trance erwachen? Wenn es eskaliert, wird es für viele zu spät sein. Also kommt jetzt hier hin, auch die Leute, die in diesem Moment das Video sehen, kommt auf die Montagsdemos und lasst euch nicht mehr weiter verarschen. Hier hört ihr auch mal andere Worte als nur die aus den Massenmedien. Allerdings solltet ihr uns auch nicht alles glauben, informiert euch alternativ im Internet. Diese Informationen, die euch interessieren, sind nur wenige Klicks entfernt. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist einen gesunden Menschenverstand, den normalerweise jeder entwickeln kann oder auch schon hat. Alternative Medien, die ich persönlich sehr gut finde, sind Klagemauer TV, Kärtchen liegen dort zum Mitnehmen, Antizensurkoalition, SMG, Stimme und Gegenstimme liegt auch zum Mitnehmen bereit oder wird verteilt bereits. Wissenschaft 3000, WordExpress.com und viele, viele andere Seiten. Viele andere Seiten, ja genau. Jo. Und wie Sie... Moment.
die jeder für sich selber herausfinden sollte. Was die SMG genau ist und wie sie verteilt wird, erklären unsere Freunde Ann und Manfred. Herzlich willkommen. Ja. Schön, dass du da bist. Danke, dass wir bei euch sein dürfen. Ich bin überhaupt nicht gewohnt zu reden, schon gar nicht vor großem Publikum. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Wir waren am letzten Montag in Frankfurt und da ist natürlich die Zahl schon etwas beträchtlicher. Aber wir haben einfach die Atmosphäre dort aufnehmen wollen, sehen wollen, was los ist. Wir haben genau das Problem, was die Jutta Dittfurt da versucht hat zu streuen, das haben wir da erlebt, hautnah. Und dann haben wir gesagt, wir haben hier Freunde im Saarland, wir Pfälzer, und es hat uns jetzt einfach zu euch gezogen. Und nicht zuletzt, weil wir euch natürlich auch gerne vorstellen möchten, diese S&G, von der der Christian gesprochen hat, das ist eine Zeitschrift, die wir selber auflegen, die erscheint wöchentlich kostenlos. Und da haben wir es uns auf die Fahne geschrieben, dass wir einfach den Leuten die Gegenstimme schuldig sind. Weil wir eben genau, also ich schließe mich einfach an das auch an, was Christian gesagt hat, was der andere Vorredner gesagt hat. Wir werden einfach verdummt und ich finde, wir sind einander schuldig, dass wir uns gegenseitig aufklären. Vielleicht noch eine Sache. Wenn wir die S&G verteilen, haben wir ganz oft mit Leuten zu tun, die dann zu uns sagen, ja, als Einzelner kann man ja gar nichts machen. Ja? Und das kennt ihr bestimmt auch alle. Und das zieht ja so grässlich runter. Gell? Und deswegen möchte ich jetzt einfach auch nochmal über das Gewicht des Einzelnen jetzt hier sagen. Im Negativen merkt man das ganz schnell, was das Gewicht eines Einzelnen ausmacht. Ne? Und man wird gelähmt und denkt, man glaubt wirklich, dass es so wäre. Aber wenn man dann jetzt anfängt zu sehen, wie die Montagsdemos entstanden sind, da hat ja ein Einzelner das Herz gehabt, gell? Und hat angefangen so. Und jetzt, man sieht ja auch, man sieht, es wächst, und gerade weil ein Einzelner zu den anderen hinzukommt, entsteht ja diese Masse, die einfach eine ganz andere Atmosphäre bildet. Wir legen was mit dieser Demonstration, legen wir was in die Atmosphäre rein, und es ist wie bei dem 100. Affen, weil sie kennt er sich, und irgendwann schwappt es über und dann spüren einfach die Menschen, dass da die Wahrheit ist. Gell? Und ja, und das liegt uns einfach auf dem Herzen, euch kennenzulernen, euch zu begrüßen, euch die S&G zu verteilen. Da ist eben zum Beispiel auch gerade von der Jutta Dittfurt da Propaganda, was, das kann einem nur eigentlich schlecht werden, gell, wenn man sowas hört. Gell. Ja, und vielleicht könnte ich noch einfach eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob ihr die Helga Sepp LaRouche kennt, Büsow, vielleicht sagt euch das, die Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Die kandidieren auch an der Europawahl, und die hat jetzt eine ganz schöne Erklärung rausgebracht. Wenn ihr möchtet, dann lese ich sie gerade noch vor, zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Darf ich das noch vorlesen? Ja, ja, sicher. Und zwar sagt sie, es ist eine Schande für die sogenannte westliche Wertegemeinschaft. 69 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und dem heiligen Schwur von damals, nie wieder, unterstützen die US-Administration, die EU und die NATO offen Nazis in der Ukraine und betreiben eine Einkreisungspolitik gegenüber Russland und China, die praktisch als Vorbereitung für einen Angriffskrieg zu sehen ist. Das grauenvolle Massaker von Odessa, bei dem mehr als 40 Menschen bei lebendigem Leib verbrannt wurden, ist der Fluch der bösen Tat, mit der Washington und Brüssel einen Nazi-Coup in Kiew unterstützt haben. Ja. Im besten Fall hat die imperiale Ausdehnungsgier die EU blind gemacht für die tiefgehende innere Spaltung der Ukraine, die durch das EU-Ultimatum am 22. November erst aktiviert wurde. Im schlechtesten Fall haben die Obama-Administration, die NATO und die EU bewusst den Nazi-Coup in Kiew inszeniert,
weil ihnen jedes Mittel recht war und ist, um EU und NATO bis an die Grenzen Russlands nach vorne zu schieben. Tatsache ist, dass es sich bei dem rechten Sektor Svoboda und anderen um Nazi-Gruppen handelt, die eine ungebrochene Tradition zu den Nazi-Kollaborateuren des Stefan Bandera in den 40er Jahren haben, die niemals für ihre Verbrechen an den 100.000 Juden, Polen und ukrainischen Kommunisten vor Gericht gestellt wurden. Stattdessen wurden diese Nazis von Alan Dulles, dem CIA, dem MI6 und den gelen Organisationen des BND nahtlos übernommen und für den beginnenden Kalten Krieg gegen die Sowjetunion benutzt. Während der Zeit der Teilung Europas durch den Eisernen Vorhang wurden diese Netzwerke zum größten Teil aus dem Westen als Teil der Organisation der gefangenen Völker geführt und begannen sofort nach dem Zerfall der Sowjetunion in den verschiedenen osteuropäischen Staaten wieder zu rekrutieren. Dieser Hintergrund erklärt die Vorliebe von US-Staatssekretärin Victoria Nuland, Ehefrau des Neokon Robert Kagan und ehemalige Mitarbeiterin Dick Cheney für Yats als Übergangsministerpräsident, der wiederum keine Skrupel hatte, Svobodas und rechte Sektor Mitglieder in seine Regierung, die Armee, die Nationalgarde und die Milizen zu integrieren. Die gleichgeschalteten westlichen Mainstream-Medien machen sich zum Instrument der Kriegspropaganda für diese Politik, die uns an den Abgrund der thermonuklearen Vernichtung der Menschheit führt. Die pauschale Charakterisierung der Berichterstattung über die barbarischen Verbrechen der Nazis in der Ukraine als russische Propaganda beweist nur eines: die politische Affinität dieser Medien mit denen, deren Taten sie vertuschen. Wir haben in Deutschland zwei Weltkriege auf unserem Territorium erlebt. Wir wollen keinen dritten. Deutschland hat nur eine Zukunft in der Zusammenarbeit mit Russland, China und den anderen Nationen Eurasiens. Erneuern wir den heiligen Schwur, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Ja. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.